Was? Als ob ich hier einen Lieferwagen mit einem Moped-Auto überhole. Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen 007-Cast Video. Heute wieder ein Vlog und zwar habe ich wieder ein Moped-Auto geholt und ich bin gerade am Weg nach Hause. Ich habe schon gut 30 Kilometer hinter mir, aber ich habe es nicht geschafft zu filmen, denn ich wollte einfach mal fahren, weil ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und jetzt habe ich hier eine Bushaltestelle gefunden, wo ich mir gedacht habe, so, jetzt bleibe ich hier mal stehen und schaue mal kurz, zeige euch mal kurz das Fahrzeug ein bisschen und mache mal eine kleine Pause. Ja, das ist er. Wieder ein Ligier X2R. Und ja, ist in eigentlich gutem Zustand bis hier. Ist etwas kaputt gegangen. Da ist mal der Vorbesitzer angefahren. Bräuchte mal eine neue Stoßstange oder ich weiß nicht, ich muss mir das anschauen, ob ich das noch kleben kann. Hinten ist auch was beschädigt, aber das haben sie gesagt, war schon seit ein paar Jahren so, also das hat nie gestört. Ja, so sieht er ja noch gut aus. Er hat eine weiße Farbe, also auch nicht so häufig. Ich habe noch keinen in weiß gesehen bis jetzt. Ja, die Stoßstange muss man auf jeden Fall tauschen. Denke ich jetzt zumindest, aber ja, weil hier ist es auch schon rausgebrochen. Sonst ist mir nichts aufgefallen, was hier noch optisch gemacht werden sollte. Ja, das ist er innen, ganz normaler X2R, so wie der letzte. Ja, hier sind noch so Kabel verlegt, da war noch ein Subwoofer drinnen und Lautsprecher, die habe ich rausgemacht. Die wollte der Vorbesitzer behalten. Ja, wenn ich mich reinsetze, das Radio ist natürlich auch draußen, das will er auch behalten. Jetzt muss ich dann als nächstes hier neue Boxen reinmachen und ein neues Radio reinmachen auf jeden Fall. Dann werde ich schauen, dass ich ein bisschen putze, ein bisschen schöner mache. Dann schaue ich mir an, ob ich vielleicht, wie gesagt, die Stoßstange sogar noch reparieren kann provisorisch. Weil eine neue wäre ziemlich teuer. Und sonst, ja, jetzt ist halt alles voll geräumt, weil Reifen waren auch dabei und so Felgen. Aber wenn ich das alles rausräume, kann ich es euch dann später nochmal genauer zeigen. Ich mache jetzt nämlich noch eine kurze Pause und dann fahre ich auch schon weiter. Denn ich weiß nicht, ich bin irgendwie extrem müde und ich bekam auch jetzt so Kopfschmerzen. Habe wahrscheinlich zu wenig getrunken, denn es ist extrem heiß heute. Und wie gesagt, ich habe noch ca. 80 Kilometer vor mir, also ich bin jetzt schon 30 Kilometer gefahren. Ohne Probleme, also er läuft ca. 70, wenn man ein bisschen bergab fährt, sonst so 65. Also ganz in Ordnung eigentlich. Ja, sonst ist er auch noch sehr schön innen, also die Sitze sind auch noch nicht so mit Löchern oder so, ist noch in gutem Zustand. Ja, was ich noch sagen wollte, Leute, wir sind schon 900 Abonnenten, also dafür erstmal wirklich großes Dankeschön, weil ich habe das gar nicht mehr so vor Augen gehabt, wie schnell das eigentlich geht. Und wir haben bald die 1000, also das wäre natürlich geil, wenn wir die 1000 bald schaffen, das wäre so mega. Und dann mache ich auch so ein kleines 1000 Abonnenten-Special, ich weiß zwar noch nicht, was ich da machen kann, aber ihr könnt ja gerne in die, die Abonnenten schreiben, ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was für ein Abonnenten-Special ihr sehen möchtet, was euch interessiert. Und vielleicht kann ich das ja sogar umsetzen. Und jetzt ist die Pause vorbei und jetzt gehen wir auch schon los. Bevor ich noch einschlafe. Ich bin echt müde. Allergie habe ich auch ein bisschen, so Pollenallergie. Da werde ich auch gleich müde. Hier muss man meinen Schalter einschalten, hat der Vorbesitzer gesagt. Und jetzt springen wir direkt an. Erster Gang rein und fahren wir schon mal. Die Frage ist jetzt, wo ich hier lang muss. Fahren wir einfach hier. Ist natürlich auch langweilig, wenn man hier keinen Akku hat. Aber ich meine kein Radio. Kann man nicht mal Musik hören. Geht zu 65,
Weg, also ist ganz okay von der Geschwindigkeit. Gibt es kein Problem. So, dann muss ich jetzt links, glaube ich, oder? Lol, was ist das? Da jetzt links. Hä? Wo sind wir denn da? Keine Ahnung. Hä? Ja, Leute, das ist der Nachteil, wenn man filmt und das Navi am Handy hat. Man sieht nie, wo man hinfährt, weil man ja gerade die Kamera hat. Kann ich nur raten, wo ich hin muss. Läuft sogar 67. Wow. Und das auf der Geraden, es geht nicht mal bergab. Aber es gehen eh alle Mopedautos 65, also alle, was ich hatte bis jetzt, ihr seht es ja in den Videos, die gingen alle so 60, 65, auch schon mal 70, aber nur die wenigsten gehen 45, also da habe ich wirklich noch bis jetzt eins gehabt, wo es wirklich nur 50 ging, weil das eine neue Variomatic hatte und dann auch wirklich sämtliche Distanzringe noch alles drin war und noch nichts entdrosselt wurde. Also sowas hat man selten und es ist auch gut, wenn es schneller geht, weil 45, da ist wirklich, da schlaft jedem das Gesicht ein und man ist auch so mit Behinderung auf der Straße. Und ich sag mal so, bis 65 ist so ein Toleranzbereich. Da sagt auch die Polizei nicht wirklich was, also da braucht euch nichts denken, das ist schon so die sichere Geschwindigkeit, sag ich mal. Jetzt noch gefragt habt, warum dieser Schalter hier ist. Es ist der Schalter für die Batterie, also für die Lichtmaschine. Da gibt es immer wieder Probleme bei diesen Modellen, also bei diesem Motor, bei dem Lombardini 505 Kubik Motor, den es hauptsächlich in den älteren Mopedautos findet. Da gibt es immer wieder Probleme mit der Lichtmaschine, dass die im Ruhestrom, quasi wenn die Zündung aus ist, die Batterie leer saugt. Darum ist es sinnvoll, wenn man sich hier so einen Überbrückungsschalter macht, dass man hier komplett den Strom abschalten kann. Dann kann euch die Batterie nie über Nacht leer werden und es ist vor allem wichtig im Winter, wenn ihr besonders beim Starten viel Strom braucht, dass ihr dann keine Startprobleme habt. Also ist hier auf jeden Fall gut umgesetzt, gute Lösung. Vorher war hier so ein Hebel, der war aber zu üppig und zu groß. Schaut nicht gut aus, jetzt haben sie das Ganze hier kleiner gemacht mit so einem kleinen Schalter. Da muss ich das noch ausbauen, dass es schön aussieht, dass man hier nicht sieht, dass hier so ein fetter Schalter ist. Aber das mache ich dann alles mal in Ruhe, wenn ich zu Hause bin. Nur falls ihr euch gefragt habt, für was der Schalter da ist. Leute, ich hätte mir nie gedacht, dass ich mich als Mopedautofahrer mal genervt fühle, weil jemand langsam fährt. Aber hier ist ein 100er oder so, eine Landstraße. Ich könnte ihn einfach überholen. Achso, das ist ein das ist ein Traktor. Ich dachte, das ist ein Lastwagen. Ich könnte ihn halt wirklich überholen. Aber das ist zu viel Risiko, Leute. Wenn ihr Mopedauto habt, schaut, dass ihr so gut wie gar nichts überholt, denn
wenn es mal knapp ausgeht mit dem Gegenverkehr, könnt ihr nicht mal gescheit aufs Gas drücken, weil es einfach zu wenig Power hat. Also am besten einfach den kürzeren ziehen und hinten bleiben. Auch wenn es sich hier so schön ausginge zu überholen. Nein, lieber nicht. Darum sage ich immer, schaut ihr, dass wenn das Fahrzeug wirklich nur 45 geht, ihr es vielleicht ein bisschen überholt, dass es zumindest 60, 65 geht, damit ihr nicht so eine große Behinderung seid auf der Straße. Das sagen auch immer mehr Leute, dass es einfach sicherer wäre. Deswegen hat auch die Polizei nie was dagegen, also wenn ihr da 60 fährt statt 45. Aber anders sieht es dann wieder aus, wenn ihr 80 fährt. Oh, ja, das geht natürlich auch, dass ihr 80, 100 mit dem Moped-Auto fährt. Aber das würde ich dann, wie gesagt, das würde ich dann wirklich nicht empfehlen. Das ist dann nicht mehr sicher, weil die Bremsen das auch gar nicht aushalten. Die sind ja nicht ausgelegt dafür. Also maximal 40, 45, Leute, ich bin so im Arsch, wirklich so Kopfschmerzen. Ich glaube schon so viel Scheiße. Nein, ich meinte, 60, 65 ist dann wirklich so das Maximale, was ihr so machen sollt. Aber das zahlt sich aus. So, jetzt riskiere ich's. Ich überhole mit dem Moped-Auto den Traktor. Easy. Ich hab's gemacht, Leute. Geil, wie fühlt sich das an, wenn man mit einem Moped-Auto jemanden überholt? Fühlt man sich gleich viel, viel schneller. Ich bin echt erstaunt, wie gut sich das Auto fährt. Erstens mal hat es eine angenehme Geschwindigkeit und zweitens, es ist nicht so laut wie ein Axum zum Beispiel. Der Motor schnurrt eher wie ein Kätzchen, als statt dass er tuckert. Weil so ein Axum tuckert ja. Er macht ein Tück, 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 Tück. Und dieses Moped-Auto, also so mit dem 505 Kubik Lombardini, die schnurren wirklich schön. Da ist der Jan Ma auch schon wieder lauter, weil der Jan Ma Motor hat keinen Zahnriemen. Und darum sage ich ja, dieses Modell hat ja einen Zahnriemen, also der LDW 505 hat einen Zahnriemen und das merkt man natürlich, weil da macht es schon definitiv leiser von der Lautstärke und auf jeden Fall gemütlicher zum Fahren. Stimmt auf jeden Fall. Er geht schnell genug, man ist damit zügig unterwegs und auch noch in dem legalen Bereich. Die Sitze, muss ich auch sagen, sind sehr bequem, also ich habe kein Kreuzweh, obwohl ich schon 2 Stunden unterwegs bin. Und die Lautstärke ist angenehm, also man kann auf jeden Fall noch miteinander reden während der Fahrt, beziehungsweise man kann Musik hören, ohne dass man jetzt durch diese Vibrationen oder durch dieses Tuckern beeinträchtigt ist. Das ist ziemlich positiv, muss ich sagen. Also das ist schon wieder ein Pluspunkt für diesen Zahnriemenmotor. Der wird zwar nicht mehr verbaut, also der ist nur bei den älteren Modellen verbaut worden und bei dem neueren nicht mehr. Da ist zwar auch wieder ein Zahnriemenmotor dabei, aber halt ein anderer. Aber dieser Motor bei den älteren ist auf jeden Fall besser als der vom Axum zumindest. Es haben mich ja auch ein paar Leute in den Kommentaren gefragt, wie das ist mit der Heizung im Auto. Also ich habe hier keine Klimaanlage, die habe ich hier nur bei den neueren Modellen und die kostet auch ziemlich viel Aufpreis. Also das ist nicht so selbstverständlich, ich habe hier nur so ein Gebläse. Wenn ich hier auf warm gehe, ja, kommt die Hitze halt, also das, die Luft vom Motor, dann ist es halt warm. Und wenn ich hier auf kalt gehe, kommt die Luft von außen. Also dann ist es halt, wie es halt draußen gerade ist. Durch das, dass man halt immer einen Fahrtwind hat, meistens eh kühl genug, sodass man es ertragen kann. Im Hochsommer mit 35 Grad wird das auch wenig bringen. Also da muss man dann schon die Fenster runter machen. Ansonsten im Winter einfach hier warm. Ich lasse immer auf warm, schadet nicht. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen zu der Lüftung. Ich kann sie noch verstellen. Düsen noch drauf. Ja.
Bin ich jetzt der Traktorjäger? Oder wie schaut's aus? Gleich den nächsten überholen. Mit meinem Sportwagen. Liché X2, der neue Sportwagen, der alle Traktor versorgt. Okay, die Kurve war zu krass, aber es ist sich ausgegangen. Jetzt nur noch diesen Berg, dann bin ich schon fast zu Hause und ich habe nur einen Strich Tank verbraucht für 150 Kilometer, Leute. Das ist mega sparsam wieder mal, also das spricht auch für den Motor auf jeden Fall, da er wirklich sparsam ist. Und bergauf geht er nicht so schnell, da geht er vielleicht so 30, aber das stört mich nicht, weil ist ja logisch, dass er bergauf nicht so schnell ist, wenn er nur 5 PS hat, aber auf der Gerade zieht er gut und bergauf, muss ich sagen, ist es auch nicht so schlecht. So Leute, hier geht es jetzt sehr steil bergauf und wir sehen, dass wir nur noch so 25, 30 sowas schaffen. Aber das ist nicht so schlimm, weil es ja auch irgendwie logisch ist. Und wäre jetzt wahrscheinlich nur 45, 50 schnell, dann wären es hier wahrscheinlich nur 10 km/h bergauf. Also da ist der Vorteil, dass er doch entdrosselt ist. Dann jetzt fängt er auch schon wieder an, dass er schneller wird. Weil es jetzt wieder ein wenig nachlässt, die Steigung. Aber damit ihr seht, wie schnell er auch bergauf geht und wie schnell so ein Mopedauto bergauf ist, also ca. 30, wenn es getuned ist, vielleicht schneller, aber so normal ist, so 30 km/h circa. Was mir noch aufgefallen ist, ist die Ganganzeige, die spinnt manchmal. Manchmal zeigt es statt D einfach N an, aber das ist jetzt nicht das Problem, glaube ich. Schlimm wäre es, wenn er immer D anzeigen würde, denn dann würde er nicht anspringen. Weil anspringen tut so ein Mopedauto nur, wenn es im Neutral ist. Wenn es im D ist, springt es sich an. Das heißt, es ist besser, es zeigt immer N an, als es zeigt immer D an. Aber manchmal zeigt es auch wieder D an. Es ist irgend so ein Schalter wahrscheinlich unten, locker oder so. Aber das ist jetzt auch nicht so, das muss man jetzt nicht unbedingt reparieren. Ihr seht hier zum Beispiel, ich fahre gerade und es zeigt mir N an. Falls euch das vielleicht schon aufgefallen ist. Das hat der Vorbesitzer auch gesagt, dass das hier so ist. Aber das stört mich persönlich jetzt nicht. Sehen, ob wir auch den Lieferwagen hier überholen können. Was? Als ob ich hier einen Lieferwagen mit einem Moped-Auto überhole. Hä? Das ist hier eine Rakete, Leute. Ich habe heute jetzt schon fast alle überholt bis jetzt. Geil. Macht auch Spaß. Jetzt weiß ich schon, was ich in den Titel schreibe. Mit Mopedauto alle überholt. Das ist echt krass, ja. Dass es doch so gut geht. Also top auf jeden Fall, wirklich top. So Leute, die Frage ist natürlich auch, wie gut sind die Bremsen? Es kann zwar gut beschleunigen, aber kann es auch gut bremsen? Da müsste ich jetzt wissen, wo ich hier... Oh, da hätte ich runter müssen.
Das heißt, ich biege hier ab. So, ich fahre jetzt zu 50 und jetzt bremse ich mal. So, also die Bremsen gehen gut. Die Bremsen bei so einem Moped sind zwar nicht so gut wie bei einem Auto, aber wenn ihr fest aufs Pedal drückt, könnt ihr auch wirklich viel erreichen. Das sage ich immer wieder dazu. Wenn manche sagen, die Bremsen gehen nicht gut, dann drücken sie wahrscheinlich zu wenig stark aufs Pedal. Ihr müsst hier wirklich fest drauf drücken, fast schon mit dem ganzen Körpergewicht draufsteigen. Dann könnt ihr umso besser bremsen, also dann habt ihr eine richtig gute Bremswirkung. Wenn ihr halbwegs eine Kraft im Fuß habt, dann bleibt ihr auch so gut stehen. Und als würde die Fahrt nicht eh schon so lang dauern, habe ich mich jetzt auch noch verfahren. Ich wäre jetzt zu Hause gewesen in 5 Kilometer, jetzt muss ich nochmal 10 Kilometer fahren. Ja, auf jeden Fall ein Härtetest für das Fahrzeug. Wenn es das aushaltet, haltet es alles aus. Weil 177 Kilometer insgesamt und dann diese ständige Bergauffahrt. Also wir haben fast nur bergauf, bergab, bergauf, bergab. Also das ist auf jeden Fall so ein Härtetest, so ein kleiner. So, jetzt geht es da bergab. Mal schauen, welche Geschwindigkeit das wir zusammenbringen. So Leute, endlich zu Hause angekommen, also so lang, wie ich normal gebraucht hätte, habe ich gar nicht gebraucht, denn das Auto ist ja ein bisschen schneller gegangen, das heißt, ich war umso schneller zu Hause. Auf jeden Fall fährt sich sehr gut und auch für lange Strecken ist so ein Moped-Auto auf jeden Fall geeignet, wenn die Sitze nicht gerade unbequem sind, also ich muss sagen, die Sitze sind sehr weich, ich habe jetzt nicht gerade Kreuzschmerzen bekommen, also ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute, und ihr habt so ein wenig einen Eindruck bekommen können, wie es so ist, mit so längeren Strecken, mit so einem Ding unterwegs zu sein und wie der Verbrauch auch so ist. Und ja, was ich dann genau mache beim Auto, was ich verändere, das seht ihr dann wieder im Projekt. Also auf jeden Fall den Kanal abonnieren, dranbleiben und schon bald das nächste Video sehen. Ciao, Leute!